Und wir kommen noch mal kurz zum Thema Afghanistan zurück. Die Bundesregierung wurde ja heute nicht müde zu betonen, alle hätten die Lage falsch eingeschätzt, auch die Amerikaner. Das ist wohl wahr. Und der US-Regierung wird darüber hinaus nicht nur vorgehalten, dass sie sich zu früh auf einen Abzug festlegte, sondern auch, wie schlecht sie ihn am Ende durchgeführt hat. Und nun hat sich Joe Biden vor wenigen Minuten erstmals dazu öffentlich geäußert. Unser Korrespondent Emma Thewissen hat das in Washington sich angehört. Emma, was hat der Präsident gesagt? Ja, der Präsident hat seine Entscheidung für einen Rückzug aus Afghanistan noch einmal sehr ausdrücklich gerechtfertigt. Er hat Rückgriff genommen auf das, was vor 20 Jahren vereinbart wurde, nämlich dass die Hauptziele, so sagt Joe Biden, gewesen seien, die Angreifer vom 11. September 2001 zur Rechenschaft zu ziehen und zweitens sicherzustellen, dass nie wieder solch ein Angriff, ein Terroranschlag aus einem anderen Land, in diesem Fall Afghanistan, heraus geführt und vorbereitet werden kann. Diese Ziele, sagte er, seien bereits vor 10 Jahren erreicht gewesen. Und jetzt kommt hinzu, dass zur Mission aus seiner Sicht, sagt er, niemals dazu gehört habe, tatsächlich einen demokratischen Staat zu schaffen, also Nation Building zu betreiben. Das stimmt aus meiner Sicht nicht mit dem überein, was in den letzten 20 Jahren dann doch versucht worden ist in Afghanistan. Er sagt jedenfalls, das sei nicht Teil der Mission. Deswegen ist der Abzug richtig, denn man stand vor der Entscheidung, entweder abzuziehen, so wie es sein Vorgänger Donald Trump ja beschlossen und auch verkündet hatte, auch mit den Taliban vereinbart hatte, eigentlich schon zum 1. Mai diesen Jahres, oder eben zu eskalieren, also eine massive Eskalation. Und da hat der Präsident den Satz gesprochen, der, ich glaube, auch bei vielen Amerikanern hängen bleiben wird. Er sagt, Amerikaner können und sollten nicht ihr Leben riskieren und ihr Leben verlieren in einem Krieg, den die Afghanen selber, die afghanische Armee, nicht bereit ist zu kämpfen. Also eine klare Rechtfertigung für die Entscheidung. Er nimmt jetzt in diesen Sekunden Bezug darauf, dass die Planungen ganz offenbar ja schiefgelaufen sind in den letzten Tagen. Aber er, so hören wir, wird auch verteidigen, dass er sagt, es gab Pläne, falls die Taliban tatsächlich viel schneller die Macht erobern, als man gedacht hatte. Und das ist etwas, was in den nächsten Tagen Amerika versuchen wird, noch gut zu machen, indem man den Flughafen sichert, um so vielen Menschen wie möglich noch die Flucht zu ermöglichen. Aber der Präsident sagt sehr klar, der Auftrag Amerikas in Bezug auf Afghanistan bezieht sich ausschließlich darauf, auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass keine Terroranschläge von diesem Land mehr ausgehen. Dankeschön, Elmar, für diese aktuellen Informationen aus Washington. Markus Grotian, Hauptmann der Bundeswehr, ist uns zugeschaltet. Er hat das Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte gegründet, kümmert sich also schon seit Jahren um afghanische Ortskräfte der Bundeswehr und war dort selbst in Kunduz stationiert. Guten Abend, Herr Grotian. Schönen guten Abend. Mit wie vielen Leuten, Ortskräften und Familien sind Sie im Moment noch in Kontakt? Jetzt mit nur noch wenigen. Wir haben heute Vormittag noch zu ca. 1300 Ortskräften und ihren Angehörigen Kontakt gehabt im Raum Kabul. Danach mussten wir leider die Safehäuser auflösen, denn sie wurden langsam zu Todesfallen. Die Taliban gingen von Tür zu Tür und suchen nach unseren Ortskräften. Daraufhin haben wir gesagt, sie sollen die Safehäuser verlassen und sich in der Bevölkerung untertauchen. Diese Safe Houses, also quasi geheim gehaltene Häuser, in denen sich Ortskräfte und Familien versteckten, die haben auch Sie auf eigene Initiative oder mit Nichtregierungsorganisationen gesucht. Da hat jetzt auch der deutsche Staat nicht groß bei geholfen. Sehe ich das richtig? Leider nein. Wir hätten sonst schon früher auch ausfliegen können. Wir hätten auch früher viel mehr Menschen nach Kabul bringen können. Leider hat man uns da nicht unterstützt. Als wir dann das Geld für zum Beispiel Chartermaschinen hatten, war es zu spät. Da flog keiner mehr nach Kabul rein. Wie bewerten Sie denn, Sie sind ja auch Soldat, Moment, die Situation am Flughafen? Glauben Sie, dass da noch sehr viele Maschinen starten und landen werden? Was hören Sie von Leuten aus Kabul vor Ort? Mein Eindruck ist kein guter gewesen. Deshalb habe ich mich heute Vormittag dazu entschlossen. Es gibt auch einen äußeren Ring von Taliban um den Flughafen drumherum, dass selbst wenn Flieger landen könnten, kommen da Ortskräfte von außen wahrscheinlich nicht mehr zu den Maschinen.
Das muss man jetzt alles sehen, wie sich die nächsten Stunden entwickeln. Zurzeit landen tut da ja auch keiner. Nee, im Moment landet dort niemand. Das heißt, Sie glauben, dass es auch sehr schwierig wird für tausende Menschen, die jetzt angeblich eigentlich rausgeholt werden sollen, überhaupt zum Flughafen zu kommen, weil das schon gar nicht mehr möglich ist. Ich halte das für nicht realistisch. Das ist auch eine harte Aussage. Wir haben Ihre Freunde dann, die auch dann zum Teil haben. Sie kennen ja auch einige persönlich. Wie haben die reagiert, als Sie sagten, Leute, ihr müsst aus diesem Safehouse raus, ihr müsst jetzt dort weg? Sie waren genauso schockiert wie wir, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir keine Antworten mehr haben und den Leuten sagen, viel Glück. Das haben wir immer befürchtet. Wir haben es angemahnt, dass es passieren könnte. Wir haben Lösungen aufgezeigt, die keiner hören wollte. Wir haben Probleme aufgezeigt, die alle immer super trotzdem toll laufen sollten angeblich. Und nun lassen wir 80% unserer Ortskräfte und ihre Familien in die Hände der Taliban fallen. Das ist das Ergebnis. Sie meinen mit Problemen, die es gab und wo angeblich Dinge toll laufen, diese offenbar sehr umständlichen Visa-Verfahren, die bis vor kurzem noch betrieben wurden? Da sind Sie besser informiert als ich. Nach meinem Kenntnisstand hat nicht ein einziges Visa-Verfahren seit Juni angefangen. Wenn da Visa-Verfahren gelaufen wären, dann hätten wir uns alle gefreut. Stattdessen haben Ortskräfte monatelang, mindestens 8 bis 10 Wochen, haben sie sich in Kabul aufgehalten, weil sie die Hoffnung hatten, dass sie dort einen Weg in die Freiheit finden können. Und das Perfide ist halt auch, dass dieser Visa- oder dieser Ortskräfteverfahren kann nur in Afghanistan gestartet werden. Wenn man ins Nachbarland flieht, dann ist man nicht mehr antragsberechtigt. Das hat die Ortskräfte in Kabul und in Afghanistan gehalten. Sie mussten zu einem Büro, was nie funktioniert hat, was nie eingerichtet war von der IOM. Und da haben sie bis zum Schluss drauf gewartet und jetzt sitzen sie in einer Todesfalle. Und das ist das Ergebnis dieser politischen Entscheidung. Man merkt, wie bitter Sie darüber sind. Sie haben ja auch als Soldat in Kunduz gestanden, haben dort auch Ihr Leben riskiert. Wie empfinden Sie und wie empfinden befreundete Soldaten, ja, das, wenn man sie jetzt diese Bilder sieht, wie die Taliban da durch den Präsidentenpalast spazieren? Ja, wissen Sie, das gesamtpolitische Bild, das ist mir zurzeit... Ich bin fokussiert auf die Hilfe der Ortskräfte. Dass das zurzeit 400, 500 Nachrichten, die uns erreichen, denen wir nicht mehr helfen werden können, offenbar. Das ist das, was uns zurzeit hier belastet. Ob und wie Afghanistan im Gesamtkontext zu bewerten ist, das sollen zurzeit andere machen. Ich kümmere mich um die Ortskräfte mit unseren Helfern. Und das ist schockierend genug. Mhm. Herr Grotjan, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, dass Sie noch helfen können. Wir hoffen auch. Die Flagge der Taliban weht überall in der Provinzmetropole Ghazni, nur 150 Kilometer von Kabul entfernt. Hier haben die Islamisten die Macht bereits vor 4 Tagen übernommen. Taliban regeln den Verkehr, haben rund um die Stadt Checkpoints eingerichtet. Alle staatlichen Einrichtungen haben sie mit ihren Leuten besetzt. Gerichte, Schulen, Krankenhäuser, viele der Kämpfer stammen aus der Stadt. Sie sind gut ausgerüstet, US-Militärfahrzeuge, Waffen, alles hat ihnen der Gouverneur überlassen, kampflos. Auch die Medien haben sie übernommen. Die Fernseh- und Radiosender senden und arbeiten jetzt nach Scharia-Gesetz. Mindestens 15 Mitarbeiter der alten Belegschaft arbeiten jetzt für uns, die anderen haben wir kontaktiert. Ghazni, so sagen die Taliban, ist jetzt Teil des Islamischen Emirats Afghanistan. Eine Terrorgruppe regiert, Bilder, die bei vielen Afghanen Erinnerungen wecken an die 90er Jahre. Kritisch äußert sich niemand vor der Kamera. Aber es gibt auch Menschen, die zufrieden sind, vor allem damit, dass jetzt Ordnung herrsche. Seitdem es zum Glück das Islamische Emirat gibt, sind die Straßen, die vorher blockiert waren, wieder offen. Die Leute sind glücklich. Wie schnell sie nicht nur die Stadt einnehmen konnten, sondern auch alle staatlichen Stellen, zeigt, sie kämpfen brutal, sind aber auch gut organisiert, moderner als die Taliban, die vor 20 Jahren in Afghanistan herrschten. Und sie wissen um die Macht der Medien. Sie haben ihre eigenen Radiosender, verbreiten ihre Nachrichten, machen Videoclips für ihre Social-Media-Kanäle. In Afghanistan gilt jetzt die Scharia. Die Menschen müssen sich den neuen Gesetzen fügen. Das sind ihre wichtigsten Botschaften.
Frauen dürfen nicht mehr ohne männliche Begleitung auf die Straße. Verschleierung ist Pflicht. Inzwischen sind fast nur noch Männer in den Straßen der Stadt zu sehen. Die wenigen Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre in nicht einmal einer Woche ausgelöscht. Wie in Ghazni wird es künftig in ganz Afghanistan aussehen. Eine islamistische Diktatur, in der Frauen und Menschenrechte und Freiheit keine Geltung mehr haben. Am Fliegerhorst Wunsdorf, am Beginn eines denkwürdigen Tages, fängt die Kamera sie ein. Die Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte, die Militärpolizisten und Sanitäter, die zu einem der dramatischsten, der unkalkulierbarsten Einsätze in der Geschichte der Bundeswehr aufbrechen. Drei Transportflugzeuge A400M starten ins Ungewisse. Auftrag, alle Deutschen retten und so viele ihrer Helfer wie möglich. Unser Hauptziel ist gerade denen, die uns sehr direkt geholfen haben, eine Perspektive zu bieten. Ob wir die umsetzen können, das hängt von den Gegebenheiten jetzt in Kabul ab. Das haben wir leider nicht mehr voll in der Hand, aber wir werden auch danach in Gesprächen mit den Taliban und über alle unsere Kanäle versuchen, möglichst vielen Menschen zu helfen. Die deutschen Evakuierungsflieger landen am frühen Abend zunächst im aserbaidschanischen Baku, tanken dort auf und schalten die Transponder ab. Dann versucht der erste in Kabul zu landen, aber noch immer herrscht Chaos auf der Landebahn. Der Airbus dreht ab und wartet nun im usbekischen Taschkent. Dass die Bundesregierung zu spät evakuiert, dass sie die Taliban unterschätzt und die afghanische Armee überschätzt hat, räumen Außenminister und Kanzlerin am Abend erstmals ein. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Wir haben alle, und dann übernehme ich auch die Verantwortung, die Entwicklung falsch eingeschätzt. Ich schließe mich da dem Bundesaußenminister an. Zum Beispiel am 9. Juni, als Maas in der Fragestunde des Bundestags zu mehr Tempo gedrängt wurde. Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen. Der größte Fehler war, dass man sich auf die Eventualität, dass das passieren könnte, nicht eingestellt hat. Wir haben jetzt eine Situation, wo alles ganz kompliziert ist. Man nennt das unter Fachleuten den Nebel des Krieges, der sich über alles legt, weil so viel gleichzeitig passiert. Das hätte man als Eventualität einplanen können. Zum Hauptschuldigen erklärt die Union heute Heiko Maas, als im CDU-Vorstand Essens Oberbürgermeister Kufen vom schlechtesten Außenminister, den Deutschland je hatte, spricht, stellt CDU-Chef Laschet lakonisch fest, kein Widerspruch. Die Opposition wirft beiden Regierungsparteien vor, noch Ende Juni ein Aufnahmeprogramm für Ortskräfte abgelehnt zu haben. Diese unterlassene Hilfe der Bundesregierung, die wird Menschen das Leben kosten. Und es ist so furchtbar, dass es vermutlich für einige zu spät ist und dass wir einige nicht mehr evakuieren können. Seit einer Stunde kreist das zweite, am Morgen gestartete Flugzeug über Kabul. Und wieder heißt es, Landung derzeit nicht möglich. Die deutsche Außenpolitik muss jetzt hoffen. Auf Glück.